Heute für euch 5 Menschen mit extra Körperteilen. Los geht's! Nummer 5. Es gibt tatsächlich eine Frau, die nicht nur eine, sondern gleich 2 Vaginas besitzt. Sie kommt aus England und heißt Hazel Jones. Dass sie anders ist als die anderen, bemerkte sie erst im Alter von 18 Jahren, als sie nicht nur einmal, sondern gleich 2-mal entjungfert wurde. Das Phänomen kommt extrem selten vor. Weltweit gibt es weniger als 100 bekannte Fälle von Frauen mit 2 Vaginas. Dazu gehört auch YouTube-Star Cassandra Bankson, welche knapp 800.000 Abonnenten hat. Platz 4. Eine 101 Jahre alte Chinesin trägt ein teufelähnliches Horn auf ihrer Stirn. Das Horn der Dame namens Zhang Ruifang ist mittlerweile über 6 cm lang. Anfangs war es nur ein trüber Fleck auf der Stirn, der allerdings immer weiter zu wachsen begann. Mittlerweile kann man auch einen Fleck auf der anderen Seite ihrer Stirn erkennen. Der Fleck könnte möglicherweise der Anfang eines zweiten Horns sein, was dort anfängt zu wachsen. Ziemlich creepy, also schnell weiter mit Nummer 3. Der Performance-Künstler, bekannt unter dem Namen Mr. Arcadius, hat etwas getan, was man eigentlich gar nicht glauben möchte. Der Mann hat 10 Jahre nach einem Chirurgen gesucht, der ihm etwas in den Arm implantiert, und zwar ein Ohr. Das Ohr wurde in einem Labor gezüchtet und befindet sich jetzt direkt in der Innenseite seines Unterarms. Als nächstes möchte sich nun der Künstler ein Mikrofon in dieses Ohr operieren lassen, welches über Bluetooth funktioniert. So könnte er immer hören, was das Ohr hört. Das klingt schon ganz schön seltsam. Okay, weiter. Platz 2. Normalerweise besitzt jeder Mensch 5 Finger pro Hand. In China ist das aber wohl ein wenig anders, denn hier wurde ein Junge mit insgesamt 15 Fingern und 16 Zehen geboren. Mittlerweile wurden allerdings die überschüssigen Körperteile mit 4 Fingerspitzengefühl operativ entfernt. Und die Nummer 1. Wir bleiben in China. Dort wurde der Junge Xiao Lia in einen Autounfall verwickelt. Dabei wurde besonders seine Nase stark beschädigt. Die Nase erlitt eine Infektion, die nicht mehr heilbar ist, und sein Doktor kam daraufhin auf die Idee, ihm auf seiner Stirn eine neue Nase wachsen zu lassen. Diese soll später die alte Nase ersetzen. Wir hoffen mal, das Vorhaben gelingt und der Doktor hat den richtigen Riecher gehabt. Also Leute, bleibt gesund. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne unten einen Daumen nach oben geben. Wir freuen uns drüber. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.